In Hamlet gab es wirklich einen, der Rosenkranz hieß. Das ist gar kein Witz. So, oh, die Tür hat jetzt offen. Da können wir rein. Vielleicht ist dort sein Agent drin. Den Agenten treffen. Oha. Haben Sie eine Reservierung? Natürlich habe ich eine Reservierung. Dann lassen Sie mich doch bitte mal den Reservierungsbeleg sehen. Kein Reservierungsbeleg, was? Dann raus mit Ihnen! Mist. Haben Sie eine Reservierung? Nein. Kein Reservierungsbeleg, was? Der Weg muss frei bleiben für zahlende Kunden. Okay, hier können wir nicht rein. Ein Flugblatt. Dein Huhn war zu Gold, 18 Karat. Im Sumpf hält jemand die Lösung parat. Voodoo und Zeugs. Vormals nur Voodoo. Besuchen Sie unsere neue Filiale auf Plunder Island. Okay, ich glaube, das haben wir schon gelesen. Okay, wo bekommen wir jetzt so einen Schein hin? Wo bekommen wir das jetzt her? Nicht hin. Das ist ein Krug für die Limonade. Na, mein Sohn, hast du schon geöffnet? Oh Junge, mein erster Kunde. Junge, Junge, und das ist erst der Anfang. Hi, mein Name ist Kenny. Kenny Faulzahn. Es wäre toll, wenn Sie etwas von meiner Limonade kaufen würden. Kostet nur einen Fünfer. Und das Allerbeste ist mein bodenloser Krugtarif. Das klingt nach einem guten Geschäft. Aha. Ist die Limonade gut? Oh, aber natürlich. Es ist ein sehr gesundes Getränk. Sogar noch besser für Sie, als Blutegel auf die Zunge zu legen. Hui. Wofür ist die Limonade gut? Es ist ein tolles Mittel gegen Skorbut. Es wird all Ihre Beschwerden lindern, einschließlich, aber nicht begrenzt auf. Schleichende Erschöpfung, Muskelschmerzen, einfallende Augen, schmerzendes Zahnfleisch, fahle Haut, Zahnverlust, innere Blutungen, das Aufbrechen von Wunden, Durchfall, Nierenversagen, Ohnmacht, Mundgeruch und interessant. Waren das die Nebenwirkungen oder waren das, wofür es wirkt? Heilt sie böse Piratenflüche? Nein, aber es besitzt ein erfrischendes Zitrusaroma ohne störenden Nachgeschmack. Ich würde gerne etwas Limonade kaufen. Sicher, wir haben einen bodenlosen Krugtarif, wissen Sie? Das macht einen Fünfer. Na toll. In diesem Krug ist kein Boden. Gib mir mein Geld zurück. Tut mir leid. Ich habe Ihnen von unserem bodenlosen Krugtarif erzählt. Und es gibt keine Rückerstattungen. Du Kleiner. Danke. Kommen Sie wieder. Das ist ja genial. So, und ich weiß immer noch nicht, wo wir jetzt so einen Zettel herbekommen für den Schuppen dort. Vielleicht sollten wir mal zum Friseur gehen. Falls der jetzt wieder offen hat. Willkommen, sehr schön. Werter Herr, in der Barbierküste. Wo jeder Haarschnitt ein Abenteuer ist. Ei, wenn du ein Haarschnitt willst, dann musst du warten, bis ich mit Captain Röcheljö hier fertig bin. Seid ihr Jungs Piratenfriseure? Wir bevorzugen den Ausdruck Seeräuber-Haarstylisten. Großartig. Vielleicht könnt ihr mir helfen, diesen riesigen Diamantring zu finden, den ich suche. Diamantring? Ja, er soll enorm sein und er ist auf Blood Island. Blood Island? Nie davon gehört. Das ist echt eine lustige Geschichte. Ich muss den Fluch aufheben, der aus meiner Freundin eine massive Goldstatue gemacht hat. Massives Gold? Wartet eine Sekunde. Habe ich jetzt zu viel verraten? Offensichtlich ja. Und ich bin mir nicht sicher, wessen Haar er rasiert, wessen Haar er schneidet. Und da liegen rote Haare auf dem Boden. Ja. Vielleicht ist es ja nur eine Perücke. Captain Richelieu. Er scheint gereizt zu sein. Okay, dann wäre Reden vielleicht keine
So gute Idee, aber egal. Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood. Ich verstehe. Und mir ist es egal. Sie sind also Schiffskapitän, was? Nicht irgendein Schiffskapitän. Sag mir nicht, dass du noch nie von Captain René Richelieu gehört hast. Ich habe noch nie etwas von... Ich bin ja nur der gerissenste und gefleckteste Kapitän, den es je in der Karibik gab. Aha. Ich bin ein mächtiger Pirat. Ha! Was soll das heißen? Ha! Ich meinte es, wie ich es sagte. Ha! Wenn du ein mächtiger Pirat bist, bin ich kahlköpfig. Das dauert vielleicht nicht mehr lange. Ich bin mächtig genug, LeChuck zu schlagen. Zweimal! LeChuck? Ha! Auch wenn er tot ist, gibt es keine Entschuldigung für dieses Haar. Würden Sie gerne in meine Mannschaft kommen? Ich? In deiner Mannschaft? Bitte lass mich nicht in hysterisches Gelächter ausbrechen, während dieser Answurst an meinem Aar arbeitet. Aha. Sicher, dass es dein Haar ist? Warum wollen Sie nicht in meine Mannschaft kommen? Ich diene unter keinem Mann oder Junge. Nur eine Sekunde. Wenn es irgendeinen Schatz zu finden gibt, bin ich der Mann, der ihn findet. Und ich werde absolut fantastisch aussehen, während ich das tue. Aha. Nun, ich wollte Sie sowieso nicht in meiner Mannschaft haben. Das ist dein Problem. Und Junge, ab mit dem Pferdeschwanz. Er ist so altmodisch. Aha. Wussten Sie, dass Sie langsam grau werden? Oh nein. Das werde ich bestimmt nicht. Sag's nicht. Verstehen Sie mich nicht falsch, graue Haare stehen Ihnen. Es ist nicht, ich meine, natürlich werde ich. Aber darüber muss ich mir noch ein paar Jahre keine Gedanken machen. Wenn ich Sie wäre, würde ich mir mehr Sorgen über Haarspliss machen. Haarspliss? Ich muss dir sagen, dass ich schon Männer für weniger verleumderische Kommentare getötet habe. Ich glaube, wir sollten aufpassen. Sie haben hier hinten eine Stelle, die kahl ist. Was? Das ist natürlich gelogen. Wenn Sie es sagen. Alles, was ich weiß, ist, dass hier hinten definitiv ein Glänzen zu sehen ist. Ich glaube nicht, dass... wir bringen uns... Wir reden uns im Kopf und Kragen. Sie scheinen reizbar zu sein. Kommt das von Ihrer trockenen Kopfhaut? Meine Kopfhaut wird liebevoll mit den feinsten Cremes und Ölen der Welt massiert. Zweimal am Tag. Das ist ein bisschen mehr, als ich wissen wollte. Deine belanglosen Sticheleien und Beleidigungen bedeuten mir nichts. Heutzutage gibt es gute Anti-Schuppen-Shampoos. Ich schlage vor, du gehst jetzt. Bevor du mich zwingst, meine Ehre zu verteidigen. Feuer! Rennt um euer Leben! Ich bin sicher, die Behörden haben die Situation wahrscheinlich unter Kontrolle. Nur für den Fall, Barbier. Mehr Feuchtigkeitscreme. Tollwütige Hunde sind los! Raus hier! Ich höre nicht. Da sind keine tollwütigen Hunde los. Das ist nur, was sie nicht glauben machen wollen. Da ist ein axtschwingender Verrückter an der Tür! Flieht! Vielleicht solltest du dich selbst opfern, damit der Rest von uns gerettet wird. Die Rufe kommen aus dem Friseurladen. Ihr müsst sofort hinaus. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Lass uns alleine. Ein Sturm kommt auf. Am besten setzen Sie sich in Bewegung. Es könnte ein Tornado sein. Das ist ein bisschen nervig, der Typ. Dann bleibe ich ganz bestimmt drinnen. Die Feuchtigkeit schadet meinem Haar. Captain Richelieu, Ihr Pieper. Schreib auf, wer es ist. Pieper. Wissen Sie, zu langes Sitzen kann ungesund sein. Es ist ein großes Risiko für die Herzkranzgefäße. Ich glaube, ein netter Trimtrab ist genau das, was Sie jetzt brauchen. Auf Sie! Geh weg! Wissen Sie, zu langes Sitzen kann ungesund sein. Das Risiko muss ich halt eingehen. Aha. Sie scheinen beschäftigt zu sein. Ich komme später wieder. Okay, genug geredet. Reden wir mit wem anders. Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood und ich bin ein mächtiger Pi... Ruhe! Rat! Hä? Lenk ihn nicht ab, während er an mir arbeitet. Ei, mein Jung. Warte, bis du dran bist. So ist das bei den Piraten. Nein. Okay, Glas mit Kämmen? Achso, mit Kämmen. Ich bin versucht, aber ich mache es besser nicht. Das sind Kämme, die in diesem blauen Zeug schwimmen. Aha. Hände weg von den Kämmen. Die gehören uns.
Ich dachte. Ein Frisurenbuch. Ich warte auf die Verfilmung. Nein. Interessant. Haarschnitte für den kritischen Piraten. Frühjahrsausgabe. Okay, Porträts. Da ist ein Schild an diesem Porträt. Darauf steht, Rachel Schrey. Diese Lady war bestimmt kein Debütant. Und mit Dutt am Kopf tötete sie 20 Mann rasant. Thomas Lüstern. Er war gefährlich und sehr raffiniert. Und schön waren seine Haare glasiert. Edward Kreisch. Ging es um rum, war Edward Kreisch vor gar nichts fies. Er trank eine ganze Flasche, während er sich die Haare kräuseln ließ. Das reinste Zerstimmt's. Hui, ich wette, die schneidet alles durch. Ich komme nicht ran. Kann man nicht irgendwas mit einem Taro mit war? Ich möchte das nicht feststecken. Okay, Zauber. Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Schade. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Schade. Ich möchte das nicht feststecken. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Okay, dann nicht. Captain Steed Gromit. Er stritt und kämpfte hart. Treten und schlagen war seine Art. Dann kam er zum besten Friseur am Platze. Er ging raus und hatte eine Glatze. Schön. Jack Rackaham. Um sein Aussehen gab der Gauner viel. Jack bevorzugte den glatten Stil. Das reimt sich deshalb bestimmt. Da ist aber gar kein Reim. Captain Charles Vane. 7 Fuß groß war unser Kapitän. Seine Spitzen sind gefärbt. Hättet ihr es gesehen? Captain Richard Squawkins. Es gab keinen abscheulicheren Knaben, bis wir ihm diese tolle Dauerwelle gaben. Aha. Reden wir mit ihm hier. Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Klar bist du einer. Okay, dann wer sind Sie? Edward van Helgen. Doch nicht der? Das ist richtig. Mein Name ist der von Piraten am meisten gefürchtete. Edward Kuschelhase van Helgen. Junge! Kuschelhase. Sehr gefürchtet. Wie würde es Ihnen gefallen, meiner ständig wachsenden Schar von Piraten beizutreten? Deine Mannschaft? Warum sollte ich bei deiner Mannschaft mitmachen wollen? Es wird der absolute Knaller. Wir segeln nach Blood Island. Tut mir leid, Threepwood. So gern ich wieder draußen auf dem Meer wäre, so könnte ich doch niemals einem Kapitän dienen, der weder ein Gentleman noch mir ebenbürtig ist. Aha. Gentleman? Das bin ich durch und durch. Dann beweise es. Wenn du mich in einem Gentleman-Duell besiegen kannst, trete ich deiner Mannschaft bei. In Ordnung. Beginnen wir mit dem Duell. Nein, nein, nein. Da gibt es Regeln. Wenn du dich mit mir duellieren willst, musst du mich ausreichend beleidigen. Hm, okay. Ausreichend beleidigen. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Sie ein großer alter bettnässender Dummkopf sind? Nein, aber ich bin immer noch nicht beeindruckt. Wie angemessen. Sie kämpfen wie eine Kuh. Das ist ein alter Hut. Komm zurück, wenn du frischeres Material auf Lager hast. Nettes Parfum, das Sie benutzen. Haben Sie sich eigentlich in Dung gewälzt oder ihn sich nur ein wenig hinter jedes Ohr getupft? Dies ist nicht die Art von Beleidigung, die ich meine. Hey, das ist ein hübsches Hemd. Wie lange sind Sie schon farbenblind? Oh, bitte. Ich möchte Sie nicht beleidigen. Warum können wir nicht einfach so loslegen? Sind Sie sicher, dass Sie meiner Mannschaft nicht beitreten möchten? Ich habe es dir gesagt. Nicht bevor du mich genügend beleidigt und in einem Duell besiegt hast. Sie sind es wird schwieriger als gedacht. Warum? Die Musik der See ist etwas, das deine Seele packt und sie nie wieder loslässt. Aber das Leben eines Matrosen ist rau und die See zeigt keine Gnade. Es war keine leichte Wahl, aufzuhören. Aber ich habe erkannt, dass ich immer noch die Musik der See genießen kann, wenn ich sicher an Land bin. Aha. Durch das Herumlungern an den Docks und das Singen vor vorbeigehenden Seeleuten? Nein, glaube mir, das funktioniert nicht. Offensichtlich, indem wir ein Friseursalon-Quartett gründeten. Offensichtlich. Aber es gibt nur 3 von ihnen. Das Vorsingen lief nicht so gut wie erhofft. Wir hatten einst einen Tenor namens Dominique, aber er ist abgehauen. Künstlerische Differenzen. Hm.
Dominik ist gegangen. Aha. Sie haben immer noch nicht erklärt, warum Ihre Wahl auf das Hairstyling fiel. Nun, wir haben so viel Zeit damit verbracht, einen cleveren Namen für das Geschäft zu finden, dass wir erkannten, dass wir das Singen aufgeben und richtige Friseure werden mussten. Aber ich bevorzuge den Gedanken, dass wir nicht nur Haare schneiden, sondern dass wir den Leuten einiges über sich selbst beibringen können. Alles klar. Sind Sie wirklich mit dieser Arbeit glücklich? Eines Tages werde ich vielleicht zur See zurückkehren, aber im Moment bin ich froh, Piraten zu einem guten Aussehen verhelfen zu können. Zumindest bis wir einen vierten für unser Friseursalon-Quartett finden. Ich könnte der vierte für euer Friseursalon-Quartett sein. Nein, das ist in Ordnung. Das war mein Fehler. Wir brauchen eigentlich gar keinen. Ah, kommen Sie. Ich habe hier eine tolle Ballade. In Ordnung. Oh, yeah. Lass mich hören, was du anzubieten hast. Ja. Jetzt können wir uns ausruhen, welches Lied wir singen. Kalten, dunklen Nächte an Bord haben wir Slips und Boxershorts. Hergestellt aus Baumwolle, Seide und Satin. In den Stilen Anglo, Dutch und Latin. Wenn du segelst, leg es nicht drauf an. Steh mit Unterhosen deinen Mann. Vertrau auf Silver Long Johns. Sie atmen. Oh, mein lieber, süßer, gnadenvoller Erlöser im Himmel. Ziemlich gut, was? Du musst einen Eid ablegen vor der Menschheit und Gott, dass du nie wieder in der Öffentlichkeit singen wirst. Was genau wollen Sie mir damit sagen? Na, ja. Lasst mich doch nochmal für euer Frisiersalon-Quartett vorsingen. Nein. Oh, bitte, bitte. Der Geist der Musik ist in mir. Schon gut, aber dies ist das letzte Mal. Tja. Mein Herr sprach einst zu Triton. Warum denn all der Streit? Wir trinken schon seit Tagen und sind schon ziemlich... Große heilige springende Affen. Was denken Sie, hä? Das war noch atonaler als das letzte Mal. Lasst mich ein anderes Lied für euer Frisiersalon-Quartett ausprobieren. Verstehst du mich eigentlich nicht, Threepwood? Kommen Sie, dieses Mal wird es großartig. Vertrauen Sie mir. Wenn du darauf bestehst. Ich bin süchtig nach dir, Baby. Doch die See hält uns besser. Getrennt. Und keine Augenklappe ist groß genug. Mein gebrochenes Herz zu bedecken. Mutter von allem, was uns Menschen heilig ist. Und? Eigentlich fängst du an, mich körperlich krank zu machen. Bitte hör auf. Ja. Hört mir noch einmal beim Singen zu. Diesmal werdet ihr es lieben. Ich möchte wirklich, wirklich, wirklich ja nicht. Irgendwann. Nein, glauben Sie mir, ich werde jetzt erst richtig warm. Aha. Gesang. Ich hab nen Affen in der Tasche und der stiehlt mir einmal Geld. Das ist eine neue Masche, gerade wie es ihm gefällt. Worte. Ich brauche mehr Worte. Mein Verständnis der Sprache reicht nicht aus, um den heftigen, würgenden Brechreiz zu beschreiben, den dein Singen in mir ausgelöst hat. Ich kann Ihnen nicht folgen. Ist das ein gutes Zeichen? Ich habe noch einen Song für euch übrig. Es ist ein Knaller. Okay, was auch immer. Lander, Plander, welch ein Wunder, wie bist du nur so nett geraten? Puerto Boyo, deine Hauptstadt, Heimat von sehr schön. Wir Piraten. Bam, bam. Sehr schön, bravissimo. Was? Was? Sie fanden das gut? Nein, 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 es war fürchterlich. Es ist nur, dass meine Übelkeit sich gelegt hat. Aber nun schmecke ich Metall und sehe Punkte vor meinen Augen. Ich fürchte, dein Gesinge ist so schlecht, dass ich einen Schlaganfall erlitten habe. Na dann. Ich wette, Sie haben Tonnen cooler Piratengeschichten auf Lager. Nein, danke. Kommen Sie, ich möchte wirklich einige davon hören. Es war das Jahr 1675. Wir hielten Kurs auf das Wrack der MS Dose.
Unsere Tage waren erfüllt von den Liedern über die Reise und die unermesslichen Reichtümer, die uns an unserem Ziel erwarteten. Nach 2 Monaten unterwegs erkannten wir, dass etwas fürchterlich falsch war. Was? Wurde Ihr Schiff mit einer Art Piratenfluch belegt? So nicht. Aber wir waren alle gleich verflucht. Wir wurden alle von einer Melodie getroffen. Einem teuflischen Lied, das ich niemals vergessen werde. La 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 la. Hey, das geht irgendwie ins Ohr. Ei, viel zu einprägsam für eine 50-köpfige Mannschaft, eingesperrt auf einem Schiff, das hunderte Meilen vom Hafen entfernt ist. Keiner konnte an etwas anderes denken und viele warfen sich lieber in die See, als weiter dieses unablässige Summen hören zu müssen. Nur 8 von uns kehrten zurück. Die verdammte Reise der Obsessivo Compulsivo wird mich für immer verfolgen. Tja. Sind Sie sicher, dass Sie meiner Mannschaft nicht beitreten möchten? Ich habe es dir gesagt. Nicht bevor du mich genügend beleidigt und in einem Duell besiegt hast. Irgendwelche deine Mutterwitze noch mit dabei? Boah, schon so spät. Ich muss gehen. Schade. Das ist ein saurer Pirat. Ich will ihn nicht umhauen. Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. So? So nett, Sie kennenzulernen, Mr. Bill. Bill? Ist das Ihr Piratenname? Bill? Heißabschneider Bill. Ah, ja. Das gibt der Sache einen ganz anderen Touch, oder? Werden Sie jemals zur Piraterie zurückkehren? Vielleicht. Eines Tages, wenn ich den richtigen Kapitän finde. Perfekt. Ich werde Ihr Kapitän sein. Auf nach Blood Island und zu tollen Abenteuern. Kommen Sie mit? Du? Ein Kapitän wohl kaum. Tja. Ich bin der mächtige Pirat, der LeChuck besiegt hat. Und was kannst du vorweisen? Ich habe massenweise coole Geschichten. Schätze? Immense Berge von Gold und Diamanten? Zepter aus massivem Gold? Irgendetwas? Nun, ich habe diese Münzen. Falsche? Ja. Du bist mir vielleicht ein Schatzsucher. Du würdest doch nicht einmal in einem Schmuckgeschäft Gold finden. Ich wette, ich finde sogar hier auf der Insel Gold. Wie viel würdest du wetten? Nun, ich habe diese Münzen. Ah ja. Wenn du mir einen richtigen Schatz zeigen kannst, kannst du wiederkommen. Aha, also für ihn müssen wir beleidigen, für ihn müssen wir einen Schatz finden, was wir für ihn machen können, weiß ich nicht, eine Glatze rasieren wahrscheinlich. Wollen Sie nicht meiner Crew beitreten? Du hast noch immer nicht bewiesen, dass du etwas Wertvolles finden kannst. Wenn du mir einen richtigen Schatz zeigen kannst, kannst du wiederkommen. Alles klar. Wie sind Sie in die Hairstyling-Industrie eingestiegen? Ich habe eine Anzeige gesehen, in der ein Frisiersalon-Quartett Verstärkung gesucht hat. Wäre das ein Problem für dich? Nein, das muss wohl eine sehr lohnende Arbeit sein. Was soll das heißen? Heißen? Nur dass, weißt du, Haare schneiden und singen muss wohl viel Spaß machen. Es ist jeden Tag wie eine Party. An manchen Tagen weiß ich gar nicht, wohin mit meiner Freude. Mir wird schwindelig und das Gelächter blubbert aus mir heraus wie ein Springbrunnen der Freude und Fröhlichkeit. Okay, anderes Thema. Piratengeschichten, kennen Sie welche? Okay, eine Geschichte. Ich begann als Seemann auf der MS Wogen des Wollknäuel, die von Puerto Pollo auslief. Der Kapitän war ein Meisterschatzsucher, ein Wahrsager aus einer alten Geheimgesellschaft. Er hatte einen merkwürdigen 5. Sinn, wenn es darum ging, Wertgegenstände zu finden. Wird das eine gruselige Geschichte? Denn ich warne Sie, ich bin bekannt dafür, völlig Fremden in die Arme zu springen, wenn ich mich erschrecke. Ich habe ein Rasiermesser. Gutes Argument. Erzählen Sie weiter. Wir verließen den Hafen ohne Karte, nur durch die scharfen Sinne unseres Kapitäns geleitet. Die ersten Wochen fuhren wir nur im Kreis, bis wir merkten, dass die Goldohrringe der Mannschaft den Kapitän durcheinander brachten. Nachdem wir den ganzen Schmuck, Goldmünzen und Gürtelschnallen über Bord geworfen hatten, kamen wir wieder auf Kurs. Tja. Das müssen Sie später weitererzählen, sobald ich Zeit habe, mich damit zu beschäftigen.
Hat Ihre Mannschaft jemals einen Schatz gefunden? Wir segelten 2 Jahre lang und waren schließlich auf dem Weg zurück zu Plunder Island. Aber gerade als wir anfingen, an ihm zu zweifeln, zahlte er sich aus. Wir fanden einen versunkenen Schatz direkt vor der Küste. Warte eine Sekunde. War es ein enormer Haufen Schmuck, Goldmünzen und Gürtelschnallen auf dem Grund der Bucht? Exakt. Woher wusstest du das? Ich hatte da so ein Gefühl. Tja. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss. Okay, ja, wie gesagt, wir müssen noch einen Schatz finden für ihn. Müssen wir ihn beleidigen. Und für ihn, das finden wir noch aus. Hier haben wir noch ein Bild, ein paar Papageiengemälde. In liebevoller Erinnerung. Crackers. 1684 bis 1685. Aha, okay. Ich glaube, wir waren jetzt lang genug. Oh, ein Kiefernknacker. Da sind nur ein bisschen Spucke und Haare dran. Okay. Lecker. Ein Kiefernknacker. Ich möchte das nicht feststecken. So, wir waren lang genug in diesem Friseursalon. Hinaus mit uns. Wir müssen Beleidigungen finden und wir müssen einen Schatz suchen. Joa. Beleidigungen und Schätze finden wir in einem Piratenabenteuer bestimmt. Lässt sich bestimmt finden. Tja, gibt es noch irgendwo eine Tür, die verschlossen war und jetzt offen ist, wo wir hinein können? Ja. Der Hühnerstall. Im Inventar haben wir jetzt nicht viel Wertvolles. Da kommen wir nicht hinein. Haben Sie eine Reservierung? Natürlich. Natürlich habe ich eine Reservierung. Dann lassen Sie mich doch bitte mal den Reservierungsbeleg sehen. Kein Reservierungsbeleg, was? Schon gut, ich gehe.